Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Violent Hearts The Great War. Wir wollen unseren Vater finden. Ja, haben es einer gefunden und dann wurden wir festgenommen. Jetzt haben wir Gefangenschaft. Dann geht's halt weiter, ne? Schauen, ob hier was los ist. Tabakdose. Tabakdose aus einem Munitionsgehäuse. Leere Munition wurde oft in einer neuen Verwendung zugeführt. Einige explodierte Metallteile waren schon von ästhetischem Wert. Falls nicht, legten die Soldaten selbst an, um das Ding rauszugewinnen. Tabak war wertvoll. Dabei war den Soldaten daran gelegen, ihn trocken zu halten. Viele Berichte aus den Gräben zeigen, wie wichtig die Weihnachtszigarette für die Soldaten war. Das war ein besonderes Geschenk für die Truppe. Les fumants. Oh. Wenn du eine Socke gibst, kriegst du Tinte. Kartenspiel. Die Tage an den Gräben zogen sich hin, um die Langeweile zu besiegen, spielten die Soldaten Karten, lesen, schreiben und formten Gegenstände aus den Materialien, die ihnen in die Hände finden. Viele die Deutschen spielten am liebsten Skat, die Franzosen Manelier, die Briten und Amerikaner Park oder Bonton. So. Brauche ich erstmal Tinte, ne? Noch richtig. Die Versorgung der Frontsoldaten. Millionen Menschen an der Front mit Nahrung zu versorgen, war ein gewaltiges, logistisches Problem. Die ursprüngliche vorgesehene Ration wurde ab 1915 vielfach auf die sogenannte eiserne Ration beschränkt, die aus kleinen Mengen Zwieback, Toastteig und Gemüse, Speck und Kaffee bestand. Gegen Ende des Krieges wurde das Fleisch teilweise gänzlich gestrichen und das Brot mit Holzspänen gestreckt. Häufig erreichten die Nahrungsmittel die Soldaten an vorderster Front gar nicht, sodass die Männer in den schützenden Aufmerksamkeiten ohne Essen und Trinken auskommen mussten. Das zweite Kriegsjahr. Seit mehr als anderthalb Jahren war die Front erstarrt und hatte keine nennenswerten Geländegewinne mehr gegeben. Auf beiden Seiten waren wiederholt Versuche unternommen worden, die gegnerischen Positionen zu durchbrechen, doch vergeblich. Das Jahr 1915 sollte für die Frontsoldaten das mörderischste werden und als auch die Konfliktparteien versuchten, sich gegenseitig ausbluten zu lassen. Gegen Ende des Jahres 1915 kam es zum ersten Engpässen bei Nachschub von Truppen, Nahrungsmitteln und Munition. Der Stacheldraht. Erfunden wurde der Stacheldraht im Jahre 1874 zur Abgrenzung von Weideland. Schon bald wurde auch in bewaffneten Konflikten benutzt, doch den Durchbruch erfuhr er während des Grabenkrieges. Millionen Tonnen wurden im Niemandsland zwischen den gegnerischen Schützengräben ausgeholt. Auf beiden Seiten suchte man aber zugleich nach Gegenmaßnahmen in Form von Drahtscheren und Wurfwagen, wobei sich ein Liebeschuss als das wirkungsvolle Mittel erwiesen sollte. Die Bilder von im Stacheldraht hängenden Soldatenleichen sollten sich als Sinnbild für die Grausamkeit dieses Krieges auf immer ins Gedächtnis einprägen. Die Schlacht um Verdun. Im Morgengrauen des 21. Februar 1916 begann ein großenlegender deutscher Angriff auf die Festung rund um Verdun mit dem Ziel, den Franzosen so hohe Verluste herbeizubringen, dass sie in Folge zur Kapitulation gezwungen wären. Die Schlacht sollte 300 Tage wüten und 600.000 Menschenleben auf einer Fläche von mehr 160 Quadratkilometern fordern. Mit 37 Toten pro 100 Quadratkilometer ist das die höchste Verlustrate des gesamten Krieges. Kriegesauszeichnungen, Medaillen, Orden und Ehrenzeichen sind ein Mittel der Armee und des Staates, Soldaten für ihre Tapferkeit und Leistungen auszuzeichnen. Die meisten Auszeichnungen des Deutschen Kaiserreichs gingen auf preußische Orden zurück. Der wohl bekannteste ist das Eiserne Kreuz, das während der
Befreiungskriege gegen Napoleon gestiftet wurde. Das Eisernen Kreuz gab es ursprünglich in drei Klassen, war es zunächst sehr preisträchtig und wurde nur selten verliehen, so steigerte sich die Zahl seiner Träger ab dem Ersten Weltkrieg merklich. Warum machen die Leute das eigentlich? Können das nicht die Gefangenen machen? Die haben auch besser zu tun eigentlich, oder nicht? Non, so, pas de temps. Das war mal nur noch hinten. Ah, ja, wir brauchen Socken. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Faut pas nous piler. Ja, du warst halt. Malin, malin.
Señor Potol, vive no. Die Junge müssen wir abfinden. Hey, 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 sieht er wahrscheinlich noch, dass sie trocken ist. Meine geliebte Tochter, ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Er ist noch im Lager bei Reims. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Grill. Ein durchlöchter Helm konnte mit Kohle und Holz gefüllt werden und Dinge als Tritt oder Heizung verwendet werden. Obwohl die Helme aus Metall gefertigt wurden, boten sie nur geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Weitergelaufen. Alter, ist das jetzt viel. Thank you.
Warum fliegt er die denn jetzt so weit? Offizierpfeife. Die Offiziere erhielten Pfeifen, um den Soldaten zu signalisieren, wenn sie angegriffen sollten. Der Klang der Pfeife wurde zum Symbol für die Reise ins Ungewisse, wenn die Soldaten aus den Gräben ins Niemandsland stürmten. So, und das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.